So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute geht es um diesen netten Kandidaten, einen Kabuki-Pinsel. Das ist eigentlich ein Make-up-Pinsel für Puder, wenn ich das richtig verstanden habe. Der darf sich heute beweisen, sowohl vom Schaum her als auch vom Auftragen her gegen den Plisson. Den sollte fast jeder kennen. Den gibt es in einer etwas edleren Drogeriekette zu kaufen. Kostet aktuell irgendwas um 45 Euro. Ich weiß es gerade nicht genau. Müsste ich nochmal nachgucken. Kann ich gerne nachher unterm Video packen. Also wie gesagt, Vollsynthetik von Plisson. Ich hole den kleinen Kasper mal raus. So sieht er aus. Ein Puschel ist das weichste Ding, was die Menschheit je gesehen hat. So, den Karton erstmal beiseite. Wie gesagt, der tritt an gegen den Kabuki von DM. Kostet 3,99 €. Ist jetzt relativ günstig. Ups, das da. Kampf gewinnt. So, erste, was am Anfang negativ auffällt, ist dieser verdammt kurze Griff unten dran. Um jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Für den normalen Gebrauch tagtäglich ist der Griff zu klein. Könnte vielleicht interessant sein für den einen oder anderen Pinselbastler oder Bauer, sich da einen eigenen Griff dran zu packen. Aber vielleicht kennen manche Leute die Dinger aus Reise-Nexessés, diese Herrenhandtaschen. Da passt der Kandidat recht gut rein. Und schon hat man einen schönen Reisepinsel. Vorausgesetzt, er funktioniert ganz gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, der geht auch wieder raus. Aber, beim Stöbern nach dem Pinsel bin ich durch mehrere Läden gegangen. Es gibt noch das kleine Tierchen, das ist aus dem Rossmann. Ist auch ein Kabuki für die Handtasche. Den kann man dann hochziehen, Kappe drauf, runterdrücken, hat... Naja, nicht die gleiche Größe, aber würde wahrscheinlich auch irgendwo in die Kulturbeutel reinpassen. Also ist auf jeden Fall mitnahmetauglich. Der Pinsel ist geschützt, wenn er getrocknet ist. Synthis haben die Angewohnheit, sie trocknen sehr schnell. Also ich kann schon mal im Vorfeld sagen, die beiden trocknen auch sehr schnell. Ich habe es ja schon mal kurz ausprobiert. Aber zum Rest kommen wir gleich. So, da wir heute viel Schaum brauchen, mal ein bisschen klein zu wegräumen oder viel Schaum produzieren, kommt heute die Derby Rasierseife zum Einsatz. Ist nicht jedermanns Sache, riecht seifig, also naja, ist halt ein Klassiker in der Türkei. Die gilt es heute aufzuschlagen, ist eine der günstigeren Seifen. Der Top 4 kostet irgendwie 1,40, 1,50 im türkischen Supermarkt, also Ausschau halten. Rasiert wird heute mit einem Fasan, zu erkennen an einem roten Punkt. Tada! Steht auch schön unten drunter. So, und zum Einsatz als Hobelwerkzeug kommt eine Ladas. Heute zum dritten Mal. Mal gucken, wie sie sich beim dritten Mal schlägt. Ich lade schon mal den Rasierer. Wie immer, kleines Zeug mal hinten. So, mein Waschbecken ist mit Wasser gefüllt. Heute kalt. Wir haben heute den Tag im Ruhrgebiet vor ganz heiß. Morgen sollen wir 32 Grad kriegen. Heute hatten wir schon laut Autothermometer 27. So. Klinge passt. Ist drin. So, dann schmeiße ich sie mal alle kurz ins Wasser. Mal so nebeneinander. Ups, einer. Wunderbar. Wir sehen, der Kabuki ist etwas kürzer wie der Plisson. Der ist deutlich dicker. Mal so im Vergleich, jetzt gewässert, auch der Knoten oben, also das Knotenmaß scheint deutlich dicker zu sein.
Ich kann es mal nachher messen und dann unter das Video mit runterstellen. So, das waren die beiden Kandidaten. Guck mal eben der Reisekabuki. Der Pinsel hier ist oben deutlich kürzer. Aber ich würde auch hier von einem Knotendurchmesser von ungefähr 20 mm ausgehen. Ich schätze jetzt mal einfach. So, auch der Kandidat sieht nass aus wie ein nasser Pudel. Was mir jetzt schon auffällt, wenn man nicht diesen Ring hier oben festhält, kommt der runter. Könnte nachher beim Pinsel nervig werden. Ich weiß nicht, wie das so manche Frau aushält, wenn sie sich damit dann schminkt. Aber naja, schauen wir mal. So. Seife? Seife. Fangen wir mal an mit dem Reiseheini. Also Schaum entsteht. Also er ist super weich. Da gibt es gar nichts auszusetzen. Mal ein bisschen Wasser aus dem Pinsel gedrückt. Der war nämlich ein bisschen nass. Also, man kriegt damit Schaum hin. Da ist auch noch einiges drin. Auch noch einiges an Wasser. Der Knoten scheint tiefer zu gehen. Gut, ist jetzt nicht super viel, aber immerhin. Das war der Kandidat. Weiter mit dem Evelyn-Modell aus dem DM-Markt. Achso, der Reisekabuki lag bei 2,99 aus dem Rossmann. Falls Rossmann das mitkriegt und mir was Gutes tun will, Einkaufsgutscheine hierhin. So, geht weiter mit dem Produkt von DM. Vielleicht einmal nochmal die Spitzen getunkt. Seife ist ja schon etwas weich. Nass. Der Chancengleichheit. Auch der Kabuki super weich. Also die brauchen sich vom Gesichtsgefühl her beide nicht vor dem Plisson verstecken. Allerdings muss ich hier sagen, es wirkt so, als ob der Pinsel voll mit Schaum ist, aber es kommt nicht viel raus. Ja, ich würde sagen, vom Aufgetragenen her tun sich jetzt beide nicht viel. Schaum ist recht dünn. So, jetzt kommen wir zum Plisson. Selbe Seife am Rapinsel. Also der Plisson fällt direkt positiv auf. Man kann ihn hinten schön festhalten. Der ist halt einfach für das, was er hier machen soll, gebaut, gedacht, produziert. Fällt schon der erste nussgroße Klecks runter. Resümee, so ein kleines. Gut, hier ist der Schaum jetzt schon ein bisschen zusammengefallen, geben wir es zu. Aber tun sich jetzt alle nicht
so viel. Bis auf, wie ich schon sagte, der Pinsel hier wirkt jetzt nicht so gefüllt. Also wenn ich jetzt auch noch hier die Stellen nachgehe, es wird sofort aufgetragen. Nochmal hier den Kabuki, der hält auch seine Form, so komisch wie sie gerade ist. Und der Kabuki holt es eher noch runter. Also ich sehe jetzt hier meine Stoppeln leicht durch. Das hat der Plisson besser verdeckt. Aber marginaler Unterschied. Gut, jetzt habe ich hier zweimal Pinsel voll mit Schaum. Wie gerade schon erwähnt, der DM-Kabuki passt halt wunderbar in diese Metalldosen rein, unten vom Fuß her. Ist recht elegant. Den gibt es in Schwarz und in Weiß, wenn ich das richtig weiß. Also dieses Modell jetzt explizit. Ja, den Reisekompadre von Rossmann hat auch eigentlich einen guten Schaum gebracht. Halt relativ kurzer Pinsel. Aber ich sag mal für auf Reisen, ja, für 2,99, warum nicht? Den gibt es in Silber, den gibt es in Schwarz, nur mal so nebenher gesagt. Den gibt es auch ähnlich von DM. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich werde auch nicht alle kaufen. Ich habe schon massig Pinsel. War für mich halt nur einmal zum Ausprobieren, weil muss ja nicht immer überall Rasierpinsel draufstehen. So Leute geben, die sich schon mit Malerpinsel eingeschäumt haben. Das soll auch funktionieren. So, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Rasur. Der Fasan ist geladen. Mit einer Ladas. Ladas, Ladas, Ladas. Ja, Ladas. So, dann auf ins Gefecht. So, falls hier noch mal einer zwischendurch reinguckt, also die Grimassen schneide ich nicht aus Spaß an der Freude. Die dienen einzig und allein dazu, die Haut halt in die gewünschte Position zu bringen, ein bisschen zu straffen, dass man die Kanten teilweise ein bisschen besser erkennen kann. Das ist halt alles zweckdienlich. So, nochmal der Kabuki, der große in dem Falle. Also hier ist noch massig Schaum drin. Wie gesagt, man hat das Gefühl, der Schaum kommt gar nicht so richtig raus. Na, auf dem zweiten Blick. Also die erste Rasur mit dem Kabuki fand ich den Schaum nicht so gut. Also man kann sagen, man kann damit arbeiten. Also ist okay. Ich könnte jetzt nochmal scherzeshalber mit dem Plisson durchgehen. Mal gucken, ob es noch was besser wird. Aber schöner, recht dicker, feiner Schaum. Okay. Dann soll uns der Schaum mal so genügen. Dann auf geht die wilde Luzi.
Schön, schön, schön. So, das soll jetzt auch an Konturen und Ränder Rasierer heute reichen. Wenn mich der Teufel packt, kommt dafür auch schon mal die Schavette zum Einsatz. So. Gut. Den kleinen Kabuki habe ich jetzt schon ausgespült gehabt, vorhin leider. Können wir jetzt gleich nicht gucken, was da rauskommt, aber ja gut, man sieht es am Anfang vom Video. So, einmal kurz Gesicht waschen, dann gucken wir uns den Rest an, der noch aus den Pinseln raus will. So, ein bisschen Gemetzel heute im Gesicht. Ups, das war der Pinsel. Jetzt kommt der gute Freund, der Alarmstick. So, kurzes Resümee. So, als erstes. Als allererstes. Die Ladersklinge in dem Fasan-Torsion. Mit dem Strich ganz gut. Also, ich sag mal, mit dem Strich geht ja fast jede Klinge ganz gut. Gegen den Strich, naja. Ich hatte schon schlimmere Rasuren mit deutlich mehr Nix. Also einen Cut haben wir jetzt gar nicht bei. Alles hier nur so kleine aufgeröteter Hals. Das ist morgen früh auch schon wieder erledigt, das Thema. So, ich habe den Rasierer schon mit alten Gillette-Klingen und Isana Men laufen lassen. Da hat er eigentlich das nicht veranstaltet. Also jetzt mal Abzüge für die Ladersklinge in diesem Rasierer. Das war der Rasierer. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. An sich rasiert er super, nur halt nicht mit der Klinge. Wie ich schon mal sagte, es kommt, oder wie viele sagen, es kommt auf die Kombination an. So, die Derby-Seife, ein super Schaumschläger, also wenn ihr Sahne haben wollt, die man nicht essen kann, seid ihr da super mit bedient. 1,40 für den Pott, 140 Gramm Nettogewicht, also da hat man lange was davon. Ich habe da noch eine von gehabt, die habe ich verschenkt, weil ich denke mal, die werde ich in den nächsten 2 Jahren nicht leer kriegen. So, kommen wir zu den Pinseln. Der Plisson. Streif das mal so nach oben ab, also schöne Portion, auch super feiner Schaum, also der ist leer, den können wir gleich ausspülen, also super Sahne, echt schön weich. So, der Kabuki. Dab, dab, dab. Oh. Ja, ein bisschen weniger. Er hat gerade ein komisches Geräusch von sich gegeben. Okay. Man scheint die Knoten aus diesem Plastikding rausnehmen zu können. Etwas weniger Schaum. Aber qualitativ braucht er sich nicht verstecken. So, ich spüle meine Pinsel alle unter fließend Wasser aus, wie man gerade hören konnte. Jetzt ohne Hokus Pokus. Der wird jetzt so weggestellt und gut ist. Morgen früh ist er trocken. Aus dem Kabuki kommt ein ganzer Liter mehr raus. Auch der Kabuki sieht schon fast wieder trocken aus, nach dem Ausschlagen. Aha. So, liebe Pinselbauer. Er hat sich gelöst. Man kann A und B voneinander entfernen. Und somit haben wir hier direkt den Knoten. Naja, gleich mal nachmessen. 3 Minuten.
So, hier kommt das Zaubergerät. Messschieber. So, zum direkten Vergleich, der Plisson-Knoten, also wirklich nur, ohne groß drücken zu wollen. Nur Borste, na, 22, 22,5 mm, na grob, ohne jetzt Garantien abgeben zu wollen. So, der DM-Kabuki hat, ja, 27 mm. Da sind wir schon. Eine ganze Ecke weiter. 27er Knoten, die Aluhülse kann ich euch auch mal messen, wenn ich schon mal dabei bin. Die Aluhülse hat 28,5 und ist 21 hoch. Da drin sieht man, da ist noch mehr wie genug Rand. Da kann man noch mal locker einen Zentimeter, ja. Einen guten Zentimeter kann man das Ding noch kürzen, wenn man wollte. So, das jetzt für meine paar Leute, ein paar Kollegen, die die Pinsel basteln. Ich hoffe, ich habe da irgendwann mal was von. Na gut. Ja, bei dem Kollegen können wir jetzt schlecht den Knoten messen. Geht leider nicht so wirklich. Also, sondern ich kann da mal ein Röhrchen Innendurchmesser hier machen. Innendurchmesser auch 28,5, aber deutlich magerer gefüllt. Aber wie gesagt, für eine Reise für 2,99, meine Güte, tut der seinen Dienst. Also, wenn du keinen Reisepinsel hast, Reisepinsel kostet irgendwas um 40 Euro. Naja, muss man nicht ausgeben, kann man, wenn es nicht anders geht. So, soweit, so gut. Das war's von mir. Die Rasur, so lala. Hätte besser, ist aber nicht. Jetzt kommen wir noch eben zur Qual des Tages oder des Abends. Ausnahmsweise ein Aftershave. Habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Wangen sind okay. Und hier wird es brenzlig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, riecht super. Petralon Polar. Petralon, ja, Petralon. Polar, super Zeug. Preis-Leistung passt auch. Kostet irgendwas um, was war das? 4,99? Ich glaube 4,99, ja. Schönes Aftershave. So, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da oder gern auch einen Daumen nach oben. Ja, ich bemühe mich in letzter Zeit Woche für Woche ein Video zu bringen. Von daher, bis nächsten Samstag. Tschüss.